entstand eigentlich die bekannteste Videospielfigur Mario? Das klären wir jetzt. Nach ersten Erfolgen mit ihrem Color TV wollte das japanische Unternehmen Nintendo 1979 auch in den USA mit Arcade-Spielautomaten Fuß fassen. Doch anders als in Japan floppte das Spiel Radarscope und so beschloss der damalige Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi, die rund 2000 von 3000 Automaten mit einem neuen Spiel auszuliefern und wandte sich an den jungen Entwickler Shigeru Miyamoto, der bereits mit einigen kleineren Beteiligungen erfolgreich war. Geplant war ein Popeye-Game, doch Nintendo verlor zwischenzeitlich leider die Rechte daran. Da das Spielgerüst schon stand, ließ man Miyamoto einfach seine eigenen Charaktere entwerfen und so waren Lady, Donkey Kong und Mario, damals noch als Jumpman bekannt, geboren. Übrigens war es auch das erste Mal, dass ein Videospielcharakter springen konnte. Donkey Kong Arcade wurde hinter Pac-Man das zweiterfolgreichste Arcade-Game und verhalf Nintendo zum Startschuss in die oberste Liga der Videospielindustrie. Der Rest ist Geschichte.